Hallo, in diesem Video zeige ich dir den Unterschied zwischen All-I und IPB bei Canon DSLRs. Als erstes gehe ich jetzt einmal auf die grundlegenden Unterschiede zwischen den beiden Formaten ein. All-I ist ein Verfahren mit geringer Kompression, wohingegen IPB eine hohe Kompression aufweist. Kompression heißt erstmal nichts anderes, als dass man beispielsweise ja so einen Datenblock hat und den neu kodiert. Man kann ihn natürlich einmal original abbilden, das wäre dann gar keine Kompression, mit geringer Kompression oder halt mit hoher Kompression. Dabei gibt es verlustbehaftete und verlustfreie Kompressionsarten, aber darauf werde ich jetzt nicht weiter eingehen. Ziel einer Kompression ist es, Daten möglichst verlustfrei mit einem geringeren Speicherplatzbedarf abzuspeichern. Bei dem All-I-Format wird jedes Bild, was du aufnimmst, also beispielsweise 24, 25 oder 30 Bilder pro Sekunde, als sogenanntes Keyframe abgespeichert. Das heißt, alle Informationen, die im Bild vorhanden sind, werden sozusagen als Bilddatei abgespeichert. IPB nutzt hingegen eine andere Technik. Bei IPB wird jede Sekunde deines Videos in zwei große Bildblöcke unterteilt. Bei 24 oder 25 Bildern pro Sekunde in 12 Frames und bei 30 Bildern pro Sekunde in 15 Frames. Im Internet liest man häufig von GOPs, also Group of Pictures. Damit ist einfach nur dieser Pixelblock gemeint, den ich eben beschrieben habe. Bei diesen Bildergruppen ist jeweils das erste Bild ein Keyframe. Das heißt, dieses Bild enthält alle Informationen. Die nachfolgenden Bilder, also 11 oder 14 nachfolgende Bilder, enthalten nur noch die Änderungen, die hingegen über diesem ersten Bild überhaupt aufgetreten sind. Wenn du dir die Videos am PC dann anschauen willst, hat All-I ganz klar den Vorteil, dass für jedes Bild, was du am PC angezeigt bekommst, ein eigenes sogenanntes Vollbild, also ein Keyframe hat. Bei IPB hingegen, wenn du da gerade nicht auf einen Keyframe klickst, sondern irgendwo in den Zwischenraum, dann muss der PC immer zum letzten Keyframe zurückspringen und alle Änderungen bis zu dem Bild, wo du gerade hingeklickt hast, wiederherstellen. Wenn du das Material am PC abspielen willst, hat All-I ganz klar den Vorteil, dass jedes Bild als Keyframe vorliegt und der PC keine extra Bilder berechnen muss. Klickst du bei IPB hingegen nicht gerade auf einen Keyframe, sondern irgendwo in den Zwischenraum, muss der PC jedes Mal so ein Stück zurückspringen auf den letzten Keyframe und muss alle Änderungen, die von dem Keyframe bis zu deiner aktuellen Position im Video an Änderungen passiert ist, muss der PC dann nachträglich wieder rekonstruieren. Das braucht natürlich ein wenig mehr Rechenpower und gerade bei größeren Projekten kann das schon mal bei leistungsschwächeren Rechnern ein wenig ins Gewicht fallen. Was ich bei meinem Test-Footage für dieses Video festgestellt habe, ist, dass wenn man ein Video recht normal belichtet, der Speicherplatz von All-I fast doppelt so groß ist wie von IPB, wohingegen, wenn das Footage sehr dunkel belichtet ist, der Speicherplatzbedarf von All-I nur um 20% gegenüber IPB erhöht ist. Die Frage ist, lohnt sich dieser Mehrspeicherplatzbedarf von All-I hingegenüber zu IPB überhaupt? Oder ist das nur Festplattenverschwendung? Deswegen habe ich jetzt mal einen kurzen Test gemacht, welchen ich dir jetzt zeige, wo ich einfach mal geschaut habe, wenn ich das Bild unterbelichte, wie viel von den Schatten man überhaupt wiederherstellen kann. Und einmal habe ich das Bild überbelichtet und geschaut, wie viel ich von den Highlights wiederherstellen kann. Für mich liefern im Grunde genommen beide Verfahren dieselben Daten. Was mich etwas verwundert hat, ist sogar noch bei der Highlight-Wiederherstellung, dass IPB da noch ein paar mehr Highlights wiederherstellen konnte als das All-I-Format. Das war schon mit den Unterschieden zwischen dem All-I- und IPB-Format. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass doch einen Daumen nach oben da. Vergiss nicht, das Video zu teilen und meinen Kanal zu abonnieren, damit du zukünftige Videos nicht verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!